Das Cube Hotel bietet dir als Biker spezielle Sachen, wie zum Beispiel erst einmal der Standort. Wir liegen direkt neben dem Lift. Das ist für solche Biker, die gerne Downhill fahren. Und dann vor allem die Ausstattung vom Hotel selber. Das eine ist der Showroom, wo du mit dem Fahrrad, wo du das Fahrrad direkt mit aufs Zimmer nehmen kannst. Und das nächste wäre zum Beispiel die Rampen. Also wir haben keine Treppen, du kannst das Fahrrad raufschieben und auch runterschieben. Hat den riesen Vorteil, kein Fahrrad geht verloren. Und jeder hat sein persönliches Fahrrad bei ihm mit auf dem Zimmer. Dann gibt es noch mehrere Kleinigkeiten, wie zum Beispiel, wir bieten spezielles Biker-Essen am Nachmittag. Es gibt eigene Salate oder eigene Toast für Biker. Und dann haben wir natürlich auch noch eine 24-Stunden-Bar. Das heißt, wenn der Biker noch nicht müde ist am Abend, dann kann er rund um die Uhr etwas trinken oder auch etwas essen. Also es gibt mehrere, sind im Preis inbegriffen, sind mehrere Leistungen, das teilt sich auf in verschiedene Packages. Wir haben drei Packages für Biker, das ist Small, Medium und Large. Und da ist zum Beispiel dabei, angefangen vom Drink bis zum Bauerriegel, bis zum Wäscheservice und dann auch verschiedene Bike-Touren, die wir anbieten mit unseren Bike-Guides. Also das Cube Hotel bietet für nicht bikende Gäste, wie zum Beispiel, wir haben einen Wellnessbereich, wir haben zwei verschiedene Saunen, Dampfbad, dann haben wir Alpha Chairs, dann haben wir Solarium, dann haben wir eine Infrarotkabine, wir haben ein eigenes Fitnessprogramm, wir haben eine Freizeit- und Sportkoordinatorin eingestellt, die Yoga macht, die Rückenfit macht, die Nordic Walking und verschiedene Dinge, und das ist alles im Preis inklusive. Also vor allem für Leute, die nicht biken. WLAN gibt es im ganzen Haus, ist kostenlos. Wir haben auch eigene Stationen, wo man surfen kann, falls jemand keinen Laptop mit hat. Ist inklusive. Wäscheservice gibt es im Haus natürlich auch. Es gibt zwei Varianten. Wir haben einen eigenen Raum, wo man Wäsche selber waschen kann oder auch trocknen kann. Oder man gibt es an der Rezeption ab und das wird dann von unseren Mädchen erledigt. Also wenn ich jetzt eine Panne habe und ich habe das Fahrrad im Haus, dann gibt es eine eigene Werkstatt, wo ich Ersatzteile haben kann, die entweder selbstständig reparieren kann oder auch unsere Bike-Mechaniker das machen. Wenn ich eine Panne jetzt dann irgendwo im Gelände habe, dann gibt es die Möglichkeit, uns anzurufen und dann gibt es ein sogenanntes Rescue-Service und dann holen wir den Biker mit dem Fahrrad ab.